Ja, auf was für einen Weg der mich hier hinschicken, dahin schicken will. Erstmal speichern, dass wir so viel an den Ziegen vorbei. Quatsch, an den Ziegenknochen vorbei gejagt haben. Und hier irgendwo auf dem Weg gab es doch auch noch einen Rotaugenwächter. Hier vorne. Ich wollte noch geguckt haben, ob die rote. Ob ich die dämonischen Sachen auch überbrücken kann. Da ist der dämonische. Gut. Kommt jetzt doch nicht her? Nicht so aus. Aber du kommst doch jetzt bestimmt. Na komm, sei ein braver kleiner Wächter. Ein bisschen weg von da, wo ich gepfiffen habe. So, das ist ganz auch unbemerkt geblieben und wir haben gesehen, ich kann sie nicht übernehmen. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich denn da gesehen, bitte? Ach. Fucking Grauhabicht. Nee, 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 nee. Weg, weg, weg. Einfach nur weg. Wenn ich jetzt einer von den Wächtern gewesen wäre. Von mir aus. Aber ich leg mich jetzt nicht wieder mit den dämlichen Vögeln an. Da halt hin. Hm? Ach ne, das war ein rosa Blumen. Ich dachte, da legen jetzt Pigmente rum. Noch ein bisschen Reinholz. Ich gehe ja kämpfen grundsätzlich. Muss ich das nicht haben, den aus dem Weg zu gehen, aber die Grau habe ich doch. Nicht freiwillig. Ein Langhals. Was hat ihn wohl zu Fall bringen können? Die sind unkaputtbar. Ah, da. Kaum zu sehen, das Ding. Ja, was anderes, was da vor rumfliegt. Ganz auf die. Auf die Entfernung wahrscheinlich eh nicht treffen. Erstmal den Beutel upgraden, bevor ich da mehr machen kann. Er liegt schon sehr lange so. Aber die Plünderer sind noch nicht fertig. Ob das klappt? Jetzt die große Frage, wie stark verletzt ist er? Noch ein. Gut, es ist so weit weg, dass er da völlig idiotisch sitzen bleibt. Ich kann ihn dann einfach nach und nach wegballern. Habe ich weg. Die Pirsche unten, das ist gar kein Thema, da brauchen wir nicht drüber reden. Da liegst du gut. Ja, wenn er am Boden liegt, das ist wirklich gut. Sehr schön. Plünderer. Um die braucht man sich gar, braucht man gar nicht so ein großes Aufhebens machen. Ah, okay, ist ein Dämonischer, dann nehmen wir doch die drei Pfeile.
zielen, genau. Oh! Ah, schießen kann ich aber besser als du. Oh! Die fällt nicht um. So, und... Das war dann der Plünderer. Plündererhaufen, dämonischer Plünderer, noch einer. Hier, neues Paket Pfeile schnüren. Auffüllen. Viel später. Und boom. Das war ein guter Treffer. Ah, da ist noch einer. Und bam. Ach, Eloy. Sollst du doch Crit machen. Das war der letzte Plünderer. Na dann. Ich sollte mal scannen, wie beschädigt der Langhals ist. Ja, erstmal looten. Hast du ja deinen Loot verdient, dann musst du nicht erstmal scannen. Beschädigter Rumpf. Große Teile rausgerissen. Wenn ich sie alle finde, kann ich ihn vielleicht beschädigte Schulter und auf den Kopf zugreifen. Beschädigtes Away. Wo finde ich denn die Teile von dem? Nicht bei diesem Plünderer. Was Lilanes? Nahkampfschutzgewebe. Das tun wir doch direkt mal in unser Outfit rein. Tun wir das Kleine für raus. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Ja, so ist das halt. Bin begeistert, Aloy. Von dieser sportlichen Leistung. Ach, hier fehlt ein Teil. Wo krieg ich die jetzt her? Machen wir uns mal die Quest selber an. Ja, was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens ein niesendes Frettchen. Teils Geheimnis, finde ein Schienenteil. Und jetzt hört ihr noch ein Hund, der sich darüber aufregt, dass das Frettchen niest. Ah. Einen kleinen Moment mal eben. Da bin ich wieder. Der Hund regt sich leider viel zu gerne darüber auf, dass jemand in seinem Revier Lärm macht. Nein, da sollte ich nicht runtergehen. So, ja. Das war auch schon fast etwas tief.
117. Na und? Wenn ich dann den... Oh, shit, shit. Das... Da. Ah, was haben wir da? Dämonische Plünderer. Ein paar neue Pfeile. Verdammt. Oh, der scheint jetzt nicht so interessiert zu sein. Oh. Mal die Pfeile nachproduzieren. Hopp. Ah. Der frisst jetzt auch nur seinen Kollegen. Kopf. Da ist der Kopf. Und schnipp. Was ich halt tatsächlich nicht vergessen darf, ist, dass das hier wirklich nicht die Plünderer sind, wie ich sie bisher immer getroffen habe, sondern dämonischen, dass die doch deutlich stärker sind. Sieht intakt aus. Danke, ah. Sie sind robust. Komm, plündern. Und der letzte einfach aus Prinzip, weil da oben irgendwas liegt. Ah, der hat gezuckt. Das ist so gemein, wenn die Maschinen dann hier anfangen, so ja zu humpeln, wirklich ja verletztes Tier. Dann das nächste Teil. Plünderer Linse. Ist immer ein paar Scherben wert. Oh, oh, oh. Bösartiges Biest. Ah, das waren zu viele. Er kommt ja eh her. Er war eben... von den Bomben auf. Mal scannen, damit ich auch auf jeden Fall hoffen kann, dass ich richtig treffe. Ah, verdammt, falsche Pfeile. So, jetzt fehlt ihm schon mal einiges an Rüstung. Oh. Das ist schön. Gerade nach hinten. Ah, ich sollte wieder Feuerschutztrank nehmen. Ah, wo ist der Genesungstrank? Genesungstrank. Komm, komm. Genau reingesprungen jetzt.
Ach, scheiß Rüstung. Aber scheiß Rüstung. Na, jetzt erlöse ich ihn ja eh nur noch von seinen Qualen. Boom. Nicht ganz. So. Mal eben Heiltrank. Ich habe viel zu viele verschiedene Tränke. Damit irgendwas im Kampf? Ah, der Minenwerfer. Vielleicht mal gucken, ob ich den nicht mitnehmen kann für... Hopp, 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 hopp. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Das ist nur ein Plünderer, aber... Damit sollte ich schaffen. Wenn wir das Spielzeug schon da haben. Das ist ein Minenwerfer, hieß es. Plündere denn sowas? Ah! Vollidiot. Jetzt. Ach, die Bomben. Langhalsstabilisierer. Eines der Langhalsteile. Echt schwer. Drin gibt es noch Blauglanz und was kommt jetzt von da oben? Plünderer. Aber ich glaube nicht, dass der hier hinkommt. Kampf gegen die Viecher hier ist auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Nummer. Vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad wieder. Also ich meine mich zu erinnern, dass... Ich erinnere mich daran, dass ich auch schon ganz große Probleme hatte, gerade mit den Versängern, als ich normal, also auf normalen Schwierigkeitsgrad hier gespielt habe. Und oh. Das kommt mir gelegen. Ja, aber man sieht, es ist gut, dass wir den Kräuterbeutel vergrößert haben. Ja, hier gibt es teilweise auf relativ kleinem Raum so große Mengen an Heilpflanzen und ich sehe hier gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Irgendwie scheint es sich auch zu... Habe ich auch das Gefühl, teilweise es dreht sich. Stellantrieb. Kann ich mich hier verstecken? Nö, eher nicht. In meine Richtung. Einmal den Kopf drehen. Gott, ist das Ding blöd. Und ich kann heute nicht zielen. Und ich treffe natürlich nur Rüstung. Ah, das hat nicht gereicht. Oh. Treffer. Gut.
Wobei man natürlich auch sagen muss, wir sind jetzt gegen den Wächter auch überhaupt nur so gut klargekommen. So todfrei klargekommen. Wegen dem guten Feuerschutztrank. Gut, dass ich das gefunden habe. Ach, scheiße. Ja, so gar keinen Bock drauf auf die Viecher, aber... Nee, die sind halt auch noch... Nee, auch noch praktisch unsichtbar. Runter. Eine Chance. Guter Treffer. Und ich glaube, das ist auch direkt der... ist direkt der für die Quest. Lass ich die da oben in Ruhe.